die Hieb- und Stichwaffen. Wir werden die Felsschlangen ausstellen, wir werden Schwerter ausstellen, aber keine Schusswaffen. Das ist etwas problematisch, weil man also da sofort mit dem Waffengesetz in Konflikt kommen kann, wenn Waffen noch funktionieren bzw. ein bestimmtes Alter nicht überschritten haben. Deswegen haben wir uns jetzt konsequenterweise entschieden dazu, eben keine Schusswaffen auszustellen. Wir haben hier ein Hochrad aus der Zeit um 1880. Es wurde, so wie es aussieht, in England gebaut. England war damals auch Vorreiter für derartige Hochräder. Diese Hochräder zeichnen sich durch diesen extrem hohen Sitz hier aus, durch diese hohe Sitzposition, womit man sich in gewisser Weise auf dieselbe Ebene begab wie die Berittenen und auf diese Art und Weise ein Stück weit der elitären Gesellschaft näher rückt.